Hallo, liebe Freunde der großen und kleinen Bahn. Das ist nun der dritte Teil meiner Chemnitz-Reise, also Chemnitz hin und zurück. Ich habe auf dem Rückweg noch einen kleinen Umweg gemacht und ja, um noch euch ein kleines Eisenbahn- oder eher ein großes Eisenbahn-Highlight aus Sachsen zu zeigen. Und ja, der Film. Der fällt heute deutlich kürzer aus, aber dafür haben wir nächsten Freitag dann wieder was Längeres zum Anschauen. Tja, was befindet sich hinter diesem Wald? Wir zoomen mal dorthin und schauen, aha, ein Brückenbogen in luftiger Höhe. Ja, was ist es in luftiger Höhe? Natürlich ein Viadukt. Wo befinden wir uns hier? Unten das Gewässer, das ist die Mulde. Die Brücke im Vordergrund gehört zur Muldentalbahn. Und die Brücke im Hintergrund, das ist das Görener Viadukt zwischen Leipzig und Chemnitz. Ja, das Viadukt, das war ursprünglich 512 Meter lang mit 21 Öffnungen, also oben. Und da sind aber einige verfüllt worden in den 80er Jahren. Und dadurch ist die Brücke heute kürzer. Na, die Grundsteinlegung, die war schon 1869. Im Juni 1871 war sie fertig. Baukosten 1,2 Millionen Taler entspricht 3,6 Millionen Mark. Das sagt zumindest Wikipedia. Und da hier die Angabe in Mark noch drin ist, nehme ich mal an, dass der Eintrag ein bisschen älter ist. Ja, die Strecke der Muldentalbahn kreuzt dann die Straße. Und das ist mein Blick in die andere Richtung. Ich bin dann zurückgelaufen, weil ich noch einen Schwenk machen wollte. Da habe ich noch den Gimbal aus dem Auto geholt. Und als ich zurückkam, habe ich so ein ganz merkwürdiges Geräusch gehört, was ich mir nicht erklären konnte. Ja, da ist etwas zufällig passiert, was ich nicht erwartet habe. Es kamen mehrere Schienentrabis über die Brücke gefahren und warteten vor der Straße. Ich habe dann so ein bisschen hin und her geschwenkt und habe dann nun meinen Schwenk gemacht, den ich eigentlich für diesen Film machen wollte, dass ich das ganze Video nicht nur, dass ich das nicht nur auf Fotos aufbaut. Ich hatte zwar schon mal davon gehört, dass hier Schienentrabis fahren, aber ich hatte auch gehört, dass das irgendwie eingestellt wurde. Also ich war dann wirklich ein bisschen überrascht, dass das noch gibt. Da ich nicht weiß, wie lange es das noch gibt, ja, wer gerne so eine Fahrt machen möchte, informiert euch und los geht's. Ja, und da sind wir schon am Ende dieses recht kurzen Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und das weitere kennt ihr schon. Liken, abonnieren. Ja, und noch einen schönen Tag und macht was draus.